Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit unserer letzten Sitzung ist ein ehemaliger Kollege verstorben, dem wir gedenken möchten. Ich darf Sie bitten, sich von Ihren Plätzen. Im Alter von 83 Jahren ist am 28. März 2021 der frühere Abgeordnete Professor Hans-Joachim Jentsch verstorben. Hans-Joachim Jentsch wurde am 20. September 1937 in Fürstenwalde, Spree, geboren. Nach seinem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften an der Philipps-Universität in Marburg war er zunächst tätig als Rechtsanwalt und Notar hier in Wiesbaden. 1960 wurde er Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Er war lange Zeit kommunalpolitisch aktiv und wurde 1976 Abgeordneter des Deutschen Bundestags, dem er bis 1982 angehört hat. Anschließend wurde er zum Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden gewählt. Mitglied des Hessischen Landtages war Hans-Joachim Jentsch in den Jahren 1987 bis 1990 und während seiner Zeit als Landtagsabgeordneter gehörte er unter anderem dem Hauptausschuss, dem Innen- und Rechtsausschuss, dem Unterausschuss Informationsverarbeitung und Datenschutz an, dessen Vorsitzender er war. Von 1990 bis 1994 begleitete er das Amt des Ministers für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten im Freistaat Thüringen. Und im Jahr 1996 schloss sich eine Tätigkeit als Mitglied des Zweiten Senates des Bundesverfassungsgerichtes an, in der Hans-Joachim Jentsch bis zum altersbedingten Ausscheiden im Jahre 2005 wirkte. Hans-Joachim Jentsch hat sich Zeit seines Wirkens unermüdlich für Freiheit und für Demokratie eingesetzt und er hat sich außerordentliche Verdienste um unser Land erworben. Mit großem persönlichem Engagement hat er die Wiedervereinigung politisch und auch juristisch maßgeblich mitgestaltet und in der Folge als Zeitzeuge sein Wissen immer wieder gerne an nachfolgende Generationen weitergegeben. Als bedeutender Experte in Fragen des Staatsrechts ist er auch nach seinem Ausscheiden aus dem Bundesverfassungsgericht weiterhin immer ein gesuchter und geschätzter Ratgeber geblieben. Sein Tod bedeutete einen großen Verlust. Hans-Joachim Jentsch war verheiratet und hat ein Kind. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben sich zu Ehren des Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen dafür. Ich eröffne die 70. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Die Tagesordnung vom 20. April 2021 sowie der Nachtrag vom heutigen Tage liegen Ihnen vor. Sie können dem Nachtrag entnehmen, dass 6 Anträge zu einer Aktuellen Stunde eingegangen sind, die wir wie immer Donnerstag aufrufen, 5 Minuten je Fraktion. Donnerstagmorgen um 9 Uhr noch eingegangen und in den Fächern verteilt ist ein Dringlicher Antrag der AfD betreffend keine Überschreitung des unter § 2 Absatz 1 Nummer 5 GZSG festgelegten Betrages, Drucksache 20-5604. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Dies ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Top 100 und kann mit Top 17, das ist der Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag des Ministers der Finanzen auf Erteilung der Zustimmung des Haushaltsausschusses gemäß § 8 GZSG, Drucksache 20-5461, aufgerufen werden. So machen wir es. Ebenfalls noch eingegangen ist ein Dringlicher Antrag der SPD betreffend Kindereltern und Erzieherinnen haben schnellstmöglich Verbesserungen bei den Bedingungen in der Kindertagesbetreuung verdient, 20-5609. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 101 und kann, wenn Sie einverstanden sind, gemeinsam mit Top 65, das ist der Setzpunkt der Fraktion DIE LINKE, zu diesem Thema aufgerufen werden. Alle einverstanden. Die Fraktion der SPD hat im Übrigen Kollege Günter Rudolph, habe ich mich getäuscht? Bitte schön. Herr Präsident, wir würden Ihnen gerne, wenn die Kollegen einverstanden sind, der FDP mit Top 66 aufrufen statt 65. Also Top 101 würde dann mit Top 66 aufgerufen. Alle einverstanden? Dann machen wir das so.
Die Fraktion der SPD hat darum gebeten, dass wir den Top 62, das ist der Antrag der Fraktion der SPD betreffend Ungleichbehandlung, Diskriminierung beenden, Landesfeuerwehrschule fortführen, Ausbildung an der Freiwilligen Feuerwehr an der Landesfeuerwehrschule fortführen, 205466 und den Top 73, das ist ebenfalls ein Antrag der Fraktion der SPD betreffend Feuerwehren besser wertschätzen, Drucksache 205549, dass wir das zusammen mit der aktuellen Stunde der SPD aufrufen. Günter Rudolph nickt, dann machen wir das so, wenn alle einverstanden sind. Weiterhin soll auf Wunsch der Fraktion der Sozialdemokraten die Tagesordnungspunkte 34, Anhörung zu Digitalisierung, 47, Ausbau solitärer Kurzzeitpflegeplätze und 48, Arztpraxen für die Covid-19-Impfungen vorbereiten, zur abschließenden Beratung in die jeweiligen Fachausschüsse überwiesen werden. Alle einverstanden. Wir haben heute Morgen in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführer erhebliche Mühe gegeben, die Tagesordnung noch ein bisschen zu optimieren und haben uns insoweit auf verschiedene Änderungen der Tagesordnung verständigt. Betroffen davon sind auch Redezeiten einiger Tagesordnungspunkte. Sie können die Änderung dem aktualisierten Ablaufplan entnehmen. Hinweisen möchte ich Sie aber noch oder insbesondere darauf, dass heute Top 6, Top 16 ohne Aussprache sowie Top 6 und Top 16 ohne Aussprache sowie Top 12 und Top 15 vorgezogen aufgerufen werden. Also heute noch Top 6 und 16 ohne Aussprache, Top 12 und 15 auch heute noch, aber mit Aussprache. Außerdem soll auf Wunsch der Fraktion der Sozialdemokraten der Top 56, das sind die Taxifahrtkosten zu Impfzentren erstatten, 205434, und auf Wunsch der Fraktion die Linke Top 67, Bus und Bahn virenfreier machen, 205540, zusammen mit der Regierungserklärung aufgerufen werden. Also Top 67 und Top 56 mit der Regierungserklärung aufgerufen. Alle einverstanden, dann machen wir das. So, wir haben uns im Übrigen darauf verständigt, dass die Mitteilung der Landesregierung zu der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zusammen mit der Regierungserklärung aufgerufen werden. Das betrifft dann die Tagesordnungspunkte 18, 19 und 99. Am morgigen Plenartag wollen wir die Mittagspause ein Stückchen verkürzen auf 1,5 Stunden. Und damit kann ich auch schon zur Feststellung der Tagesordnung für die 70., 71. und 72. Sitzung mit den eben besprochenen Änderungen und Ergänzungen geben. Gibt es, oder wir können dazu kommen, gibt es dagegen Einwände? Ja, Kollege Günter Rudolph. Nein, Herr Präsident, keine Einwände, aber es war jetzt irgendwie so vielleicht missverständlich ausgedrückt. Die Tops 18, 19 und 99 sollen mit der Regierungserklärung aufgerufen werden. Das hatte ich eben. Ganz genau. Also Top 18, Top 19, Top 99 rufen wir mit der Regierungserklärung auf. Alle einverstanden? So machen wir es. Dann kommen wir zur Feststellung der Tagesordnung. Gibt es Einwände? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Tagesordnung so genehmigt. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute bis voraussichtlich 21.10 Uhr. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit der beliebten Fragestunde. Danach folgt die Regierungserklärung des hessischen Ministerpräsidenten mit dem Titel Impfen, Testen, Nachverfolgen. Das wollen zusammen mit der Regierungserklärung werden dann die eben erwähnten Anträge und Mitteilungen der Landesregierung aufgerufen. Darauf haben wir uns verständigt. Wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, dass wir wieder am Ende der Sitzung gebündelt über Gesetzentwürfe und zur Abstimmung stehende Initiativen abstimmen. Auch da sehe ich keinen Widerspruch. Ich darf Ihnen noch im organisatorischen Bereich Folgendes mitteilen. Die Allgemeinverfügung zur Einführung einer Maskenpflicht in den Räumlichkeiten des Hessischen Landtages wurde bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Ich möchte hinweisen auf die zusätzlich angebotenen Corona-Schnelltestungen, die heute Abend stattfinden, von 17 bis 20 Uhr im Foyer vor dem Medienraum. Und wir haben uns ebenfalls im Ältestenrat auf eine Änderung verständigt, nämlich auf eine Änderung des Terminplans, unseres Terminplans im Hinblick auf die Bundestagswahl. Das betrifft ganz konkret die Ausschusswochen vor der Bundestagswahl, die nun eine Woche vorgezogen werden, und die Plenarwoche, die nun auf die Kalenderwoche nach der Bundestagswahl terminiert wurde. Sie können die neuen Terminpläne im Intranet und im Internet finden. Abschließend möchte ich Ihnen eine noch sehr erfreuliche Mitteilung machen, nämlich,
dass an den Plenartagen nun auch abends die Möglichkeit besteht, Speisen und natürlich auch Getränke zum Mitnehmen im Landtagsrestaurant zu erhalten. Machen Sie kräftig Anspruch von dem Angebot, denn je mehr das Angebot angenommen wird, desto besser ist das für den Kantinenbetreiber. Insoweit nochmals, es besteht die Möglichkeit zu essen und zu trinken, aber bitte mitnehmen. Entschuldigt fehlen heute ganztägig die Kollegin Regine Müller, der Kollege Markus Meissner, der Kollege Frank Steinraths, der Kollege Karl-Hermann Bolldorf und die Kollegin Kula. Gibt es weitere Entschuldigungen, Kollege Frömmrich? Vielen Dank, Herr Präsident. Der Kollege Felix Martin ist krankheitsbedingt heute nicht anwesend. Der Kollege Felix Martin ist auch entsprechend entschuldigt. Ansonsten sehe ich keine Entschuldigung. Ich habe noch eine sehr erfreuliche Mitteilung, nämlich, dass, ist sie denn da? Nein, doch vielleicht, dass am 11. April 1961 die hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Lucia Puttrich, einen runden Geburtstag gefeiert hat. Und Sie haben das eben gemerkt, sie hat natürlich diesen Geburtstag, also alleine im Kreise der zulässigen Menschenmengen, also man verliert ja auch den Überblick langsam, also sie hat das zulässig gemacht, was zulässig ist, und ihren Geburtstag gefeiert, und zwar im Jahr 2021 natürlich. Also ich bin jetzt ein bisschen gestockt, weil ich doch ganz erstaunt bin, weil ich immer dachte, dass Lucia Puttrich und ich dem gleichen Jahrgang, nämlich dem Jahrgang 1972 angehören, aber da habe ich mich getäuscht, und ich darf das verbinden mit einer Änderung, die wir einführen, nämlich mit dem Geburtstag von Frau Puttrich wird es so sein, dass ab sofort jeder in der Plenarsitzung, wenn er Geburtstag gefeiert hat, Wein geschenkt bekommt. Früher gab es hier so sehr komplexe Regelungen. Man musste runden Geburtstag feiern oder es musste am Plenartag sein oder nur, wenn es gerade Tage waren oder ungerade Tage. Ich habe es nie verstanden. Deswegen haben wir gesagt, ich kriege jetzt einfach jeder Wein. Das ist einfacher. Und liebe Kollegin Puttrich, wir bestellen bei der Hochschule Geisenheim, das freut Frau Dorn und die Hochschule Geisenheim. Und die Kollegin Lucia Puttrich, den Wein habe ich hier, den darf ich hier nachher übergeben. Sozusagen, du brichst eine Regel, und das hast du gut getan, dass du sie brichst. Wir haben das sozusagen im kollusiven Zusammenwirken getan. Ab sofort gibt es Wein für alle. Das ist sozusagen die neue Puttrich-Regel. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch. So. Ich glaube, jetzt habe ich keine Mitteilungen mehr.